Seit vergangenem Donnerstag läuft ein Regiedebüt in den deutschen Kinos, was aus Spanien kommt und es ganz schön in sich hat. Und damit geht es hier jetzt um die obskuren Geschichten eines Zugreisenden. Hegger sitzt im Zug nach Madrid. Gerade hat sie ihren Mann in einer Psychiatrie einweisen müssen, nachdem dieser fasziniert seinen eigenen Code untersuchte, was nur die Spitze seiner Entwicklung war. Doch nun sitzt plötzlich dieser besondere Mann ihr im Zug gegenüber. Er ist Psychiater in eben jener Anstalt. Schweigepflicht scheint ihm nicht wichtig zu sein und so beginnt ein Gespräch über Krankheitsbilder sowie die Weltsichten, die diese hervorrufen. Je länger Helga diesen Episoden aber lauscht, umso mehr ziehen diese sie in den Bann und zugleich verspürt sie, dass da mehr hintersteckt und ihr Leben in den Grundfesten erschüttern kann. Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden gehen 103 Minuten, sind ab 16 Jahren freigegeben und läuft seit dem 20. August 2020 in den deutschen Kinos. Ist ein Drama mit sehr schwarzhumorig, bissig, komödiantischem Einschlag. Und wenn dann FSK 16 mit draufsteht bei diesem Genre-Mix, dürfte es wohl auch ein bisschen härter werden. Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden ist eine Art Episodenfilm. Verschachtelte Geschichten, die in den menschlichen Abgrund hinabsteigen und dann nochmal eine dicke Schaufel auspacken und versuchen noch ein wenig tiefer reinzugraben. Themen wie Snuff mit Kindern, Umerziehung zu Hunden oder auch der Überwachungsstaat, der in unsere Müll wühlt und analysiert, sind nur ein paar dieser Themen. Und wenn man den Einstieg erst einmal geschafft hat und man sich so langsam daran gewöhnt hat, dass hier eine gewisse Härte an den Tag gelegt wird, wo auch teilweise viel dem Kopf überlassen wird, dann kann man das genießen oder abstoßend finden, je nachdem, wie frisch und originell man diesen Film empfindet oder wie absurd und abgrundtief schwierig oder vielleicht auch pervers oder was auch immer man gerne möchte. Auf jeden Fall ist er andersartig. Das ist auf eine gewisse Art und Weise erfrischend, aber ein sehr spezieller Film, dessen Geschichten wirklich nie so richtig erahnen lassen, wo wird es als nächstes hingehen. Aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Über den Cast will ich auch gar nicht so ausschweifend reden. Für uns die meisten Akteure relativ unbekannt. Aber was auf jeden Fall stimmig ist, ist, dass alle so ein gewisses Etwas, eine gewisse Charakterkantigkeit mit hineingepackt bekommen und ihre Geschichten teilweise in einer so abstrusen Weltspiel und einer so Absurdität münden, dass alle diese Figuren, auch wenn diese Episoden durchweg eine unterschiedliche Qualität haben, besonders diese Umerziehungsgeschichte, die ist schon so heftig, wie die in die Psyche reingeht. Und der Film auch immer noch, wenn du sagst, okay, bis hierhin reicht und ist gut, immer noch mal ein paar Schritte mehr geht und ein bisschen einen drauflegt, stimmt sich der Cast dem aber ganz gut ein. Alles so viele Charaktergesichter, wo ich immer wieder dachte, okay, spannend. Und deswegen will ich jetzt gar keinen besonders hervorheben, oder zurückpacken. Es ist einfach eine Ensembleleistung, die funktioniert meistens, nur dass eben die unterschiedlichen Episoden nicht gleich stark geschrieben bzw. inszeniert sein. Rein technisch eher auch ein arthausiger Film. Die Kameraarbeit von dunkel bis neutralen Farben hält immer mal wieder drauf beim FSK 16, egal ob es ein bisschen eklig oder ob es auch erotisch wird. Und dann wiederum überlässt sie einiges dem Kopf und spielt dann mit den Reaktionen der Leuten, die etwas sehen, über dessen Gesicht wir dann erahnen können, wie grausam das ist, was sie da gerade erleben. Ansonsten recht geradlinig die Kamera und manchmal auch so ein bisschen künstlerischer, wenn es darum geht, eine Verbindung zu schaffen, indem man über alle Episoden und deren Settings wie in so einem Schwenk, in einem Spiegel alles kurz einmal vorgeführt bekommt und damit zeigt, wie Dinge auch miteinander verknüpft werden können. Das Szenenbild ist generell so ein Stadtfeeling, aber vor allem das Herauspicken der Anonymität dessen, was für Geschichten entstehen können in einer Zurückgezogenheit, die jemand anders nicht wahrnimmt. Die Musik ist immer wieder ein ähnliches Thema, was auftaucht, ansonsten relativ dosiert, verwendet nichts, was ich jetzt besonders positiv oder negativ heraufstellen würde, sind die Kostüme von reichend von normal über verkleidet bis hin zu runtergekommen und entwürdigend, was die Effekte angeht, sieht alles recht handgemacht aus und das reicht dann bis dahin, dass man in Köpfen von anderen rumwühlt und mal ein bisschen guckt, was man so am Hirn rausreißen kann. Also ihr hört schon, ein sehr spezieller Film, den hier Aris Moreno inszeniert hat und der auch sehr heftige Themen behandelt, aber trotzdem mit so einer Leichtigkeit daherkommt, als würde ich ein schwarzhumorig morbides Märchen mir anschauen. So richtig weiß ich nicht, was man dann nach unbedingt davon halten will und habe deswegen auch Verständnis, wenn einige den Film feiern und andere sagen, oh mein Gott, gehen wir bloß weg mit sowas. Es ist ein richtig düsterer Film, der die Abgründe des Menschen versucht zu ergründen und da echt weitergeht teilweise, als es unbedingt nötig gewesen wäre. Der ist dadurch nicht wirklich erwartbar. Diese verschachtelten Episoden, die muss man sich auch so erstmal wagen und er ist definitiv anders. Dem stehe ich so gegenüber, dass es für manche wahrscheinlich schon harte Grenzen sein könnten in die obskuren Geschichten eines Zugreisenden. Die Episoden
Episoden kommen klar mit unterschiedlicher Qualität daher. Manche wirken fast, ich würde nicht sagen belanglos, aber im Vergleich zu dem, was man am Anfang präsentiert bekommt und wo man auch zwischendurch landet, einfach nicht auf dem gleichen Level an der Inszenierung und an der Idee, die dahinter steckt. Und das kann einen auch schnell falsch erwischen, eine solche Art Film. Also wer es andersartig mag, vielleicht auch ein bisschen experimenteller ist es gar nicht. Arthausig und fies. Dem kann ich sagen, komm mal in die obskuren Geschichten eines Zugereisenden mal reinschauen. Von mir bekommt er 6,5 von 10 möglichen Punkten als Drama mit komödiantischem oder fiesem Einschlag und 6 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Damit in Ordnung, mit leicht einem Zug nach oben. Und da bin ich am Ende meiner Review zu diesem Film seit vergangenem Donnerstag in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.